Darin, let's play. Da ist was anderes. Wir nehmen jetzt doch ein paar mit. Weil dann kann ich mir zumindest schon mal Blumentöpfe und so machen. Hier. Das sind sie doch. Den Lehm, den kennen wir ja noch von der Insel von früher. Hör mir ja auf mit den Lehm, ey. Krieg ich jetzt noch Albträume, wenn ich da an die ganzen Buddelarbeiten denke. Immer im Sumpf. Boah, war das schlimm. Aber das muss, ne? So. Ja, ich sehe hier kaum was. So, die... Bitte nehmen wir noch mit. Alter, ich kriege Augenkrebs, ey. Das Problem ist auch, ich habe ja hier zwei Monitore an und... Mein zweiter Monitor, wo ich alle möglichen Sachen sehe, wie lange ich aufnehme, welche Musik läuft und allen Scheiß, der ist auch so hell, ne? Und jetzt ist hier so dunkel, da sehe ich jetzt noch weniger, wie ihr wahrscheinlich am Ende sehen werdet. Oh. Wenn ihr dann auf dem linken Auge irgendwie hell ist, weil da der helle Monitor ist und auf dem rechten Monitor irgendwie dunkel ist, weil jetzt hier Minecraft auf ist und läuft, da, ey, Augenkrebs vorprogrammiert. Wo ist das Schwert? Nicht in der Schnellleiste, ja. Dann wundern wir uns, wenn wir sterben. Boah, hier muss unbedingt ein Weg hoch. Durch das ganze Gespringe, da verbraucht man... Oh mein Gott, die verstrahlten Spinnen aus Tschernobyl! Oh nein! Was machen die hier? Hilfe! Zombie gehört. Ich sehe nix! Drei Zombies sind da, glaube ich. Und da ist ein Creeper, den habe ich gesehen. Schnell. Schnell da hoch und gepennt. Ich wollte halt eigentlich noch ein paar Pflanzen aufheben, aber... Nee, ich mach das ein bisschen heller. Das geht ja nicht. Machen wir plus 30. Das ändert sich irgendwie nicht wirklich, ne? Also... Ich finde nicht, dass sich das jetzt großartig geändert hat, die Helligkeit. Ey! Das liegt vielleicht auch am Shader-Dings-Mod. Dass da irgendwie eine eigene Helligkeit existiert. Die man da bei dem Shader einstellen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Nein! Lass mich rein! So. Ja, an Pen ist natürlich nicht zu denken, weil jetzt die Kollegen in der Nähe sind. Wo bist du, Spinne? Ich höre dich doch. Hahaha. Los, komm da hin, du. Komm runter! Ja? Komm her, wenn du dich traust. Du feige Sau! So, weg. Können wir jetzt pennen gehen oder ist da noch einer gefolgt? Der Spinne. Also uns gefolgt. Ja, ich höre nix. Oh, Gott sei Dank. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Ja, natürlich so. Das sage ich dazu. Einfach hinlegen und trotzdem schlafen. Ich weiß nicht, was das soll. Warum gibt es dieses Feature? Kann man das überhaupt Feature nennen? Du kannst jetzt nicht schlafen. Ist nervig. Ach, ne, Lehmkügelchen gibt es auch noch keine neue Textur für. Ich hoffe für den gebrannten Lehm oder so, aber... Okay, wie war das? Ne. Den müssen wir erst brennen. Wir brauchen die wieder mehr Öfen. Wir haben ja nur so ganz wenige. Kacke, kacke. So, die ganzen Blumen rein. Das Glas auch. Wobei, ne, das nehme ich mal mit. Mal ein bisschen geordnet nach Farben. So, der Sand kann weg. Die Feen können weg. So. Jetzt ist es ordentlich. Muss ich nur hier gucken, wie ich da wieder aufs Dach hochkomme. Und was ich hier mit der Wand anstelle. Ja, oh, ich habe die Ultra-Idee, glaube ich. Das wird so schön. Und wir müssen hier drin ja für Licht sorgen. Soll ich hier auf dem Dach gläsern lassen, dass man da durchgucken kann? Ist eigentlich auch eine coole Idee, ne? Nee, das muss zubleiben. Das muss zubleiben. Also zumindest hier. In diesem Gebilde, das wir bauen. Irgendwann anders kann man mal so ein Glasdach machen, aber im Moment nicht.
Im Moment nicht. Im Moment machen wir das einfach so hier. Bumm. Okay, ja, guck mal da. Jetzt können wir schon ein bisschen weiter gucken, weil wir da gerade rumgerannt sind. Sieht doch ganz hübsch aus. Ah. Ja. Okay, das ist fertig. Kommt jetzt hier irgendwann noch ein Dach drauf. Und jetzt ist hier drin arschdunkel. Ist arschdunkel! Okay. Wie habe ich mir denn vorgestellt? Ja, funktioniert das mit der tollen Idee oder soll ich das lassen? Wir gucken mal. Da muss ich mir mal eben mit Dreck abstecken, wie das ungefähr sein soll. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach. Ich habe hier keinen Dreck mehr. So. Ich plane hier nämlich gerade so, dass alles in diesem Bereich Glas ist. Hier so. Komplett Glas. Ich denke, das sieht cool aus. Gucken wir mal. Wie so eine richtige fette Glaswand. Nochmal da hoch eben. So. Ja, okay, machen wir mal da das Holz weg. Und zwar da, 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 da. Und da, und da, und da, und da, und da. Und, ne, hier nicht. Und hier. Aber aufsammeln sollten wir das vielleicht doch. Wir können ja nicht Holz kacken. Auch wenn wir es manchmal glauben, wir könnten es, aber... Nee, können wir nicht. Bums, gewählt. Okay. Nicht da runter plumpsen, ey. Dann machst du auch nur einmal, dann ist Ende. Ah ja, normales Glas, nicht Glas. Scheiben sollen da rein. Muss ich dann noch eben verwandeln, verwerten, umstrukturieren, was weiß ich. Was wird denn hier gerade... Ah ja, die Ziegel. Schon wieder hier... So, 16 werden nicht reichen. Ja, 48 wird auf jeden Fall reichen. Auf jeden Fall nicht. Oh doch, das reicht. Pass auf. Pass auf, wie das reicht. Also schon gleich vorbei, die Aufnahme, ey. Was ist das denn hier? So schnell. Ja. Und das ist eine der Ideen, die ich habe und wo ich nicht weiß, wie das jetzt hier aussehen wird am Ende. Das könnte cool aussehen, das könnte aber auch kacke aussehen. Ich hoffe, es sieht cool aus. Das mache ich hier nämlich alles umsonst. Ja. Reicht das mit dem Glas? Ja, das wird reichen. Okay, da. Da. Da, so. Können wir den Dreck hier auch schon wieder wegmachen? Hallo, weg. So, wir lassen uns überraschen. Wenn wir uns jetzt umdrehen und uns angucken. Okay. Eins, zwei, drei. Oh. Das gefällt mir noch nicht. Aber ansonsten, guck mal, wie das hier Licht durchflutet ist. Das ist... Die Frage ist, machen wir das vielleicht lieber so? Ja.
Ha, das hat doch was. Also, ich bin ziemlich begeistert. Das macht den Raum auch ganz viel heller. Direkt. Tja. Theoretisch kann man diese Fenster hier auch nach oben irgendwie erweitern. Das hier zumindest. Ist da genug Platz? Ja, schauen wir mal, wie das wirkt. Wenn wir die einfach mal drei erhöhen. Ja, ich denke. Und leider sind es noch keine Details. Das gehört zum Grundbau. Ja, konnte eigentlich noch einen höher. Dann ist das nämlich auf einer Ebene mit denen. Ich denke, da machen wir noch einen höher. So. Nein, ich... Oh, brauchst das Glas mit der Schaufel raus. Ja. Wenn das nicht hübsch ist, dann weiß ich nicht, was. So. Sehr schön. Eigentlich müsste auf der anderen Seite jetzt auch so ein Fenster hier hin. Hier ist noch Fensterarm, ganz schön. Alter, wie ist sie geblendet hier? Ja, das lassen wir erstmal so. Auf jeden Fall ultra hübsch. Da müsste jetzt hier in der Ecke eigentlich irgendwie so eine Art Kamin hin, weil hier ja nicht so viel Licht hinkommt. Und einen Kamin wollte ich mir ja sowieso bauen. Wobei, hier so der Kamin wird sich eigentlich auch anbieten, weil hier so viel Platz ist. Ja, oder hier? Ne, der Kamin müsste hier sein. Hier so. Habe ich Steine dabei? Nein. Habe ich nicht. Kacke. Brauche ich überhaupt Steine dafür? Ja, erstmal zum groben Abstecken, wie dann so ein Kamin aussehen könnte. So. Ah. Ja, genau so. Hier drin ist dann das Feuer. Hier wird dann irgendwas drum gebaut. Hier in der Mitte ist das Feuer. Und dann noch so eine Röhre nach oben. Ja. Die Frage ist, ja, das muss ich aus Stein machen, weil sonst geht das nicht. Sonst brennt mir die ganze Bude ab, wenn ich da Feuer hinmache ohne Holz. Ohne Stein. So, da ist das Feuer drin. Hier. Muss ich mir mehr von den Steinen machen. Also, in der Annahme, dass ich das mit diesen Steinen komplett machen möchte, wo ich mir noch gar nicht so sicher bin. Könnte sich auch wieder alles ändern. Ich experimentiere ein bisschen rum. So, kann schon wieder ein bisschen Leben nachgelegt werden und raus entfernt. So. Wird schon wieder dunkel. Scheiß Dunkelheit hier. Also. Aber warte mal. Vielleicht so? Nee. So sieht schon wieder kacke aus. So auch. Kann ich hier Glas reinsetzen jetzt? Nee, natürlich nicht. Alles blöd. Ich wollte da ein Glas vorhaben vor dem Kamin. Eigentlich. Ja, dann eben nicht. Sieht das schön aus? Wir simulieren mal eben das Feuer.